Servus, Salve und Hallo. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben heute den 24. Februar und es ist 17.46 Uhr. Der DAX hat seit 10 Minuten zu und schließt mit 13.976. Eins vorab, ich habe zwei Corona-Ausfälle für Freitag, für Samstag für das Webinar. Wenn noch eine Adresse hat, schlegel-trading.com. Da steht alles drauf. Zwei Leute gehen noch für Samstag und Sonntag. So, und jetzt sind wir hier beim DAX auf Tagessicht. Ich fand, das war eine ziemlich geniale Woche, muss ich sagen. Also mal ordentlich richtig Geschwindigkeit rein, Akzeleration, das ist das, was ich mag. Und meistens fallen Märkte schneller, als sie steigen. Ja, aber das wird diesmal ein bisschen anders. Das ist der Tageschart. Wir haben nach wie vor die beiden äußeren Linien, einmal hier den Bereich um die 14.154 und hier unten sind wir bei 13.302. Dieses hier in der Mitte, ich komme gleich auf 4- und 1-Stunden-Chart nochmal drauf, war letzte Woche bei 13.721. Den habe ich hier angelegt, kommend von verschiedenen Punkten von hier hinten. Das zeige ich gleich nochmal im anderen Chart. Aber die muss ich runternehmen. Und zwar ist das hier das Gap, das Xetra-Gap vom 1.2. dieses Jahres bei 13.622 exakt. Vom Tag her sind wir eigentlich relativ neutral. Wir haben die Stochastik um die 50. Ja, zwischen 0 und 100 ist 50 die Mitte. Passt. Ist nichts zu sehen. Das MACD ist völlig neutral. Kurz, lang, kurz. Kann ich nichts mit anfangen. Wir sind in der Mitte der Bänder. Wir sind an der 10-Tage-Linie. Wir waren unter der 20. Also wir changieren hier rum. Und da ist also gar nichts zu sehen. Also müssen wir auf die kürzere Zeiteinheit gehen. Und das ist ja auch die Idee vom Mittwochs-DAX. So, jetzt sind wir hier auf der 4-Stunden-Ebene. Ich persönlich gebe nicht so viel auf den 200er gleitenden Durchschnitt, aber der wird halt umgerechnet vom Tag auf die 4-Stunden-Einheit. Fangen wir mal hier unten an. Oszillator ist weiter positiv. Da gibt es kein negatives Signal. Das ist durchaus in Ordnung. Wir haben von dem MACD her hier ein Kaufsignal erhalten. Das muss man sich immer mal wieder schauen. Das sieht okay aus und da ist auch nach wie vor nichts Negatives. Wir gehen hier vom negativen Bereich immer mit kürzer und dann länger werdenden Balken gehen wir nach oben. Jetzt seht ihr hier aber auf den ersten Blick die Schwierigkeit, die der Markt jetzt hier hat. Hier sind die 14.000. Im Moment handeln wir bei 13.991. Für viele ist die 14.000 der heilige Gral, für mich ist das nur eine Zahl. Ich orientiere mich grundsätzlich an dem Ding hier. Da sind wir bei 14.028 plus 25 Punkte. Also bei 14.053 als Break für den oberen Bereich. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, so schön ich die letzte Woche fand, der Markt braucht einen Final Peak nach oben. Irgendwo hier oben 14.250, 14.300. Die Leute fühlen sich zu sicher mit diesem Doppeltop auf 4-Stunden-Basis bei der 14.000 rund 100 und 60. Fühlen die sich zu sicher im Sinne von, der Markt muss doch runterkommen. Die wurden aber erstmal ordentlich belohnt. Gar keine Frage. Gehen wir mal auf die Stunde. Achso, hier nochmal, das war zu dieser Linie hier. Das war die 13.721. Ja, die hat er genommen und ist da auch nochmal ein paar Punkte drunter. Nicht viel, aber ein paar Punkte drunter. Wichtiger war dieser Punkt hier. Die 13.830, das war wichtiger, die haben wir dann hier einmal unterboten. Das war, glaube ich, am Montag oder Freitag einmal unterboten und dann haben wir sie richtig rausgenommen. Das heißt, der Chart ist grundsätzlich sauber. Gehen wir jetzt mal hier auf die Stunde. Auch hier läuft wieder der 200er gleitende Durchschnitt, jetzt angepasst auf die Stundenkerzen. Ja, er verleitet dazu, ihm mehr Vertrauen zu schenken. Ich mag ihn nicht so, aber wie dem auch sei. MACD, weiterhin positiv. Stochastik dreht auf hohem Niveau nochmal nach oben. Die Bollinger Bänder drehen nach oben. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Also ich gebe dem die Chance, aber das ist jetzt auch wirklich die letzte, die er hat, um hier nochmal Richtung All-Time-High zu gehen. Idealerweise macht er das so schnell, dass die Shorts das Hecheln anfangen und geht dann auch direkt hoch bis zu 14.300. Das wäre ideal. Ansonsten nochmal diese Bewegung, die war heftig, auch im Nasdaq, die war sehr heftig, aber der hat sich fulminant daraus gerettet. Ich habe euch mal folgenden Schein mitgebracht.
Und zwar ist es ein 13.629er. Da sind wir hier unten drunter. Das ist momentan ein 38er Hebel. Das ist eine schöne Option. Da kann viel Spaß drin liegen. 13.629, das ist ein Open-End-Schein von Goldman. Das ist die GH0VGU. Das würde ich nehmen. In dem Fall, in dem wir das hier rausnehmen, diese 14.027, idealerweise um die 25 Punkte, sagen wir mal 14.050, dann ist das ein schöner Schein, der hat ja nicht mehr so einen hohen Hebel, aber da ist man sehr nah dabei. Und was ich ja glaube, ist, dass wir das vielleicht rausnehmen können, er darf dann nur nicht mehr unter die 14.000 gehen. Wenn er das tut mit der Stundenkerze, wird es kritisch. Aber so, wenn er das tut, und das gönne ich ihm gerne. Im Moment sind wir bei 13.993. Dann kann er da auch mehr mitmachen. Ja, da muss ich nicht viel weiter weggehen. Gefällt mir gut. Vom Short her. Also ich habe gesagt, dass die im Bereich so 14.165, das ist so das All-Time-High. Deswegen, ich möchte gar nicht so viel dahinter liegen. Ich glaube aber, dass wenn wir das rausnehmen, dass da nochmal was draufkommt. Deswegen habe ich mich erstmal für den hier entschieden, 14.345er. Das ist ein 40er Hebel momentan, das ist die GH09CR. Das heißt, 14.345, da sind wir also hier oben, da wo der Chart aufhört. Das, den packe ich mir auf die Watchlist. Aber noch will ich nicht kaufen. Ich habe hier kein einziges Verkaufssignal. Also ich glaube, der tobt sich noch mal ein bisschen nach oben aus. Geht's langsam an. Die Volatilität ist hoch und ja, das kann noch die eine andere lustige Bewegung werden. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.